Hau, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für euch von H&M den House of Spa Treats Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Den Adventskalender bekommt man für 34,99 Euro bei H&M. Da gibt es drei unterschiedliche. Alle drei werden euch hier vorgestellt werden. Aber nicht nur hier, sondern für eine zweite Meinung. Schaut gerne bei Nicole vom Kanal Chiquitas Place vorbei. Hier habe ich, wie gesagt, den House of Spa Treats 24 Days Bath and Body Kalender. Also es geht hier wirklich um vegane Körperpflege. Mal gucken, was wir hier drin finden. Das Häuschen ist auf jeden Fall ganz süß. Da kann man hier auf jeden Fall das Schleifchen lösen. Und dann haben wir hier ein leider nicht ganz so schönes Innendesign. Naja, das hat mir von außen wirklich besser gefallen, ne? Naja, wir gucken mal hinein. Und solltest auch du Teil der Crew werden, abonnier doch super gerne meinen Kanal. Ich würde mich mega drüber freuen. Er riecht unheimlich gut und ich hatte mir das irgendwie ein bisschen anders vorgestellt, muss ich ehrlich gestehen. Denn am 1. Dezember haben wir eine Bodylotion drin mit sage und schreibe 10 Millilitern. Die reicht für meine Beine vielleicht. Riecht nach Erdbeer, riecht enorm süß. Also ich stehe drauf, ne? Für mich ist es ja volle Elle toll. Aber 10 Milliliter. Ich rechne euch die Preise aus. Oh mein Gott. Alter Schwede. Das hätte ich nicht erwartet. Stand online, was drin ist? Ich weiß es nicht. Aber das schockiert mich jetzt schon direkt am Anfang. Und der 1. Dezember, der muss ja eigentlich immer knallen. Das ist doch der Einstieg von dem Adventskalender, oder? Am 2. Dezember wirst du zu einer nach Karamell duftenden Glitzerfee, wenn du in die Badewanne steigst. Denn hier haben wir eine Karamell-Badekugel und die scheint auch irgendwie so einen Schimmer mit drin zu haben. Siehst du, sowas habe ich eigentlich hier schon drin erwartet. 20 Gramm haben wir hier drin. Ja, ne, sieht ganz, ganz passend aus. Und dieses Glitzerflitzer, das passt ja auch in dem Sinne zu Weihnachtszeit. Ja, ja. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Ist das nicht ein süßes Tütchen? Ja, das ist ein Badesalz. Steht hier auf jeden Fall drauf, 20 Gramm. Das reicht auf jeden Fall für eine Badewanne. Und das auch irgendwie mit Glitzer. Süß. Riecht echt süß auch, im wahrsten Sinne des Wortes. Hätte auch, glaube ich, ein bisschen was von Erdbeere oder Rose, würde ich sagen. Jo. Hier haben wir die Nummer 4. Sofern du wie ich lange Haare hast, hast du vielleicht Lust, wenn du in die Badewanne steigst, dir die Haare zusammenzubinden. Das wäre so meine Interpretation zu diesem Scrunchie, was hier drin ist. Ansonsten wüsste ich nicht, was das mit Bath and Body zu tun hätte. Klar ist mein Kopf auch irgendwie Bestandteil meines Körpers, aber das ist eigentlich ein Hair-Accessoire. Dieses Pink ist richtig abgefahren, aber vielleicht ist die Zielgruppe von dem Adventskalender auch nicht unbedingt eine 35-jährige Claudi, sondern eher eine 12-jährige Ramira. Ach süß, ja, in Erdbeer haben wir hier zum 5. Dezember eine Seife drin. Ja, 21 Gramm und das ist ein Herz. Das finde ich schön, ne? Das ist wirklich eine knuffig kleine Seife, aber sie ist toll. Ich mag die, ich habe ein Herz für dieses Herz. Riecht auch angenehm. Also ich mag diesen Erdbeerduft, das ist halt dieser richtig künstliche Erdbeerduft, ne? Also an Nikolaus geht es zu Kirsche, was ich gut finde. Und die haben 5 Milliliter von einem Lippenbalsam hier reingemacht, was ich gut finde. Und ja, Kirsche mag ich sehr gerne. Wenn ich das so gegen das Licht halte, ist es ungefähr bis hier gefüllt, ne? Ist klar, ist die gleiche Tube ungefähr wie hier auch bei unserer Bodycream, ne? Und das ist nur für die Lippen, das wird ein bisschen länger halten hier. Das riecht richtig toll nach Kirsche. Das mag ich auch. Also sowas kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich mir das so ans Bett stelle und dann halt abends drauf mache, ne? Hat nämlich so einen Applikator. Oder ich mache mir das halt in meinen Badezimmerschrank. Das ist cool. Ja, der 7. Dezember enthält so Badeherzen. Bath-Konfetti nennt sich das ja so süß, ne? 5 Gramm sind hier drin. Auch die haben einen Duft. Das kann man sich dann vielleicht auch sogar in Kombination mit dem hier gönnen. Oder ist schon süß mit der Schleife, komm. Oder mit dem hier, ne? Ja, das kann man machen. Das ist ganz hübsch gemacht. Das ist süß, ne? Ja, ja. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und auch hier habe ich wieder so eine Badekugel drin. Die soll nach Bubblegum riechen. Ach, mag ich nicht so gerne wie Strawberry, bin ich ehrlich. Und da sind 20 Gramm auch in dieser Badekugel enthalten. Die hat kein Glitzer drin. Ja, aber Erdbeer mag ich lieber und Kirsche mag ich auch lieber. Bubblegum ist so, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Das hat noch irgendwie was, einen Hauch von Plastik mit dabei. Okay, also Bath and Body, ja, wir haben noch ein Lippenprodukt hier drin und zwar eine Lippenmaske Kirsche. Damit kriegen sie mich halt mit dem Duft. Es tut mir leid. 2 Gramm ist das hier einmal und ja, so eine Lippenmaske, auch die genauso wie der Lippenbalsam, ne, würde ich mir dann halt ans Bett stellen oder halt in meinen Spiegelschrank im Badezimmer, dass ich das dann halt einfach regelmäßig anwende.
rieche ich so nichts raus, ne? So ein Pöttchen. Und ist auch noch original schön verschlossen. Ja, aber an Lippenprodukten, finde ich, haben wir jetzt eigentlich genug. Es soll jetzt wirklich mehr so ums Baden und Duschen gehen und um den Körper. Da gehören Lippen und Haare irgendwie nicht so ganz zu. Also meine Lippen sind hier, meine Haare sind da. Gut, ich habe auch Haare woanders am Körper. Aber nein, da brauche ich kein Haargummi für. Ja, siehst du, das passt, auch wenn es ein Füllprodukt ist. Es ist ein Duschpuffel. Duschpuffel können wir gut gebrauchen, wenn wir in der Badewanne sind und uns da so ein bisschen einseifen wollen. Oder wenn wir einfach Duschgel generell sparen wollen, ne? Machst du dir das in der Dusche und da brauchst du viel, viel weniger von, weil das einfach hier drin richtig schön aufgeschäumt wird. Das Einzige, was ich halt bei solchen Duschpuffeln habe, ist, dass die mir halt super schnell nicht mehr so schön sind, um das mal so zu sagen. Und man die halt auch nicht so gut waschen kann oder so, dann werden die so ein bisschen deformiert. Ist ja Plastik. Gibt es natürlich auch in anderen Materialien, ne? Leute, die erste Schnapszahl. Ja, die kriegen mich mit dem Duft, das ist so. Body Scrub Cherry, das sind 20 Milliliter. Also das ist ja, das ist auch wirklich, ja, so eine Anwendung, ne? Ja, aber der Duft, damit kriegen sie mich. Ist okay, werde ich heute Abend verwenden, seht ihr im Aufgebraucht-Video, ne? Ich kann euch da auch noch nicht zu sagen, ob das jetzt irgendwie mit Salz sein soll oder mit Zucker oder so. Ich würde jetzt tippen, ich sehe so ein paar Kristalle, dass es halt irgendwie so ein bisschen Zuckerpeeling ist. Und das mit Kirsche ist natürlich eigentlich ganz geil. Kann ich ja mal riechen. Hier rieche ich es richtig. Sehr dezent. Aber trotzdem lecker. Aber eine winzige. Das ist eine schöne Reisegröße. Komm, lass mir das positiv hier mal, ne? Zur Halbzeit gibt es dann nochmal eine Seife mit Strawberry zum ja, Händewaschen. 21 Gramm sind hier drin. Natürlich kannst du eine Seife auch verwenden, um deinen Körper damit zu waschen, ne? Das ist ja keine Frage. Ich finde die auf jeden Fall süß. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man irgendwie ein Gästebad hat oder so, dass man die da schön so reinlegen kann. Das ist schon knuffig. Ach so, ich habe die erste Hälfte ausgepackt, ne? Ich werde euch die Preise ja recherchieren. Und auch so ein paar circa Preise sind da safe mit dabei. Also, ob wir hier jetzt wirklich schon irgendwie unsere 16, 17 Euro erreicht haben, 17,50 Euro, wage ich zu bezweifeln. Also für mich persönlich als Wert, sage ich jetzt einfach mal dazu, ne? Ja, es ist ganz süß. Ich muss meine Aussage kurz revidieren, denn ich glaube, der Adventskalender möchte nicht, dass wir duschen und baden, sondern dass wir uns im Badezimmer austoben. Denn ich habe halt auch keine am Körper Nägel. Das ist halt definitiv Nail, ne? Das ist für mich nicht Bath and Body, im Prinzip nicht. Also ich falle mir nicht die Nägel unter der Dusche und ich falle sie mir eigentlich auch nicht, wenn ich in der Badewanne sitze. Weil ich möchte nicht in dem Staub von meinen Fingernägeln baden, um das mal so zu sagen. Ja, okay, also diese Glitzerseite können wir alle definitiv nicht wirklich verwenden. Das ist einfach nur für die Optik. Das heißt, wir haben hier unsere Seite von der Nagelfeile und die ist wirklich sehr klein. Schön für die Handtasche, ist auch schon ein bisschen eingedutscht. Ja, sie ist mit dabei, es ist ein Füllprodukt. Okay. Am 14. Dezember geht es nochmal in die Badewanne mit türkisen Badeperlen. Das finde ich ganz toll übrigens. 20 Gramm sind hier drin. Ich habe keine Ahnung. Wird wahrscheinlich leicht aquatisch riechen oder so. Das weiß ich nicht. Ich mich hier gerade durch den Adventskalender schnüffel, um irgendwie eine Referenz zu kriegen. Das riecht einfach nach Baden. Aber jetzt nicht aquatisch oder so. Das ist eher so in die blumig-süße Richtung. Oh, am 15. Dezember dürfen wir auch wieder in die Wanne steigen. Und zwar mit einem, kannst du schlecht lesen, Bubble Bath Strawberry Fragrance. Okay, 20 Milliliter sind hier drin. Und das exorbitant Krasse dabei ist, dass wir hier auch noch Glitzer mit drin haben. Das finde ich irgendwie schön. Jo. Da spricht jetzt kurz die Hausfrau, ne? Wie man das aus der Wanne abgewaschen bekommt und auch teilweise vom Körper, ist mir persönlich noch nicht ganz so schlüssig. Also die Lippen sind nachher gestriegelt, ich sag's euch, denn am 16. Dezember haben wir noch einen Lipbalm drin. Das hier ist in Strawberry und da sind 2 Gramm drin enthalten. Nö. Eine Woche vor Heiligabend, am 17. Dezember, dürfen wir nochmal in die Wanne steigen und zwar mit dem Vanilla-Duft. 20 Gramm sind hier drin enthalten und das sieht so aus. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man solche Badekugeln dann irgendwie so aufbewahrt, dass es auch ganz süß zusammen aussieht, ne? Ist schön bunt. Riecht nicht unbedingt nach Vanille. Riecht eher nach Rose.
Nee, riecht aber auch nicht so. Schnüffel ich schon wieder. Guck mal, das ist praktisch. Der 18. Dezember enthält so ein Stirnband, ist es quasi, dass du deine Haare aus dem Gesicht hältst. Dass sie dir nicht immer reinfallen, wenn du halt Gesichtspflege machst oder so oder keine Ahnung. Ne? Das ist immer ganz praktisch. Das verwende ich auch jeden Morgen, wenn ich meine Skincare so durchziehe. Und das ist schön. Das ist ein hübsches Lila. Das hat ein Schleifchen dran, fühlt sich flauschig an. Ne? Ja. Die übertreiben, ich sag's euch. Ah, der Duft. Ein Lippenbalsam mit Wassermelonenduft. Damit kriegen sie mich natürlich wieder. 5 ml sind hier drin enthalten. Wassermelone ist toll. Ich mag sehr gerne Wassermelone riechen an meinem Körper. In Original als Melone vor mir. Auf meinen Lippen sicherlich auch. Aber sind das nicht ein bisschen viele Lippenprodukte hier? Ich hab doch mehr Körper als Lippe an meinem Körper. An mir. Also, weiß ich nicht. Und da kriegst du 10 ml Bodylotion und gefühlt 5 Liter Lippenbalsam. Am 19. Dezember haben wir einen Bathfizzer wieder drin. Also es geht wieder in die Badewanne in Herzform. Das ist süß, das ist Kokosnussduft und das sind 20 Gramm. Das ist hübsch, ne? Wie gesagt, diese kleinen Dinger kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man die irgendwie in eine Schale macht und dann alle so zusammen. Das sieht, glaube ich, ganz hübsch und ansehnlich aus. Gibt einen schönen Duft. Oh, das riecht für mich jetzt ein Hauch Kokos, ne? Aber irgendwie ist es halt auch irgendwie fruchtig. In der Nummer 21 geht es weiter mit Kokosnuss. Und da wir ja gestern schon geduscht haben, gebadet haben, gehen wir heute unter die Dusche. Und zwar mit 10 ml von dem Body Wash Coconut Fragrance. Das ist einmal dieses hier. Wenn die wenigstens die Verpackung ein bisschen hübscher designt hätten, dann hätte ich mich auch mehr drüber gefreut. Aber das ist ja winzig. Das ist ja irgendwie in Relation halt so merkwürdig, finde ich. Und selbstverständlich gibt es hier nochmal eine Seife. Mit Vanilleduft haben wir so eine Blume und da sind nicht 20 Gramm drin. Nein, dafür hat es nicht gereicht. Das sind 19 Gramm und das ist hübsch. Ja, warum sie jetzt aber von Herz auf Blume gehen, habe ich noch nicht so ganz verstanden. Das haben sie süß gemacht. Am Tag vor Heiligabend sollte man definitiv zusehen, dass man nochmal sauber wird. Also geht man in die Badewanne. Hier haben wir dann dieses Badekonfetti mit 5 Gramm drin. Und das ist in lila und das sind so kleine Weihnachtssterne. Das ist süß, oder? Das ist echt süß. Wonach riechst du denn? Du riechst auch irgendwie nach Beere. Weiß ich nicht. Beerig. Komm, Leute, die Nummer 24 machen wir jetzt gleich zusammen auf. Ich denke, hier drin haben wir dann einen Lippenpflegestift. Ja. So. Nein, es ist für den Körper. Bodyglow. 10 ml Bodyglow. Ich glaube, das soll eine Bodylotion sein. Ist sehr stark beduftet, ne? Also es riecht sehr, sehr blumig. Und ich kann mir vorstellen, dass man das dann verwendet an Heiligabend, wenn man halt vielleicht so einen tieferen Ausschnitt oder so anhat. Ja, jetzt nicht unbedingt als 12-Jähriger, aber wenn man halt vielleicht so ein, weiß ich nicht, hier oben halt, ne? Und dann macht man sich das auf die Schlüsselbeine oder so drauf oder auf die Beine generell oder so. Aber ansonsten brauchst du ja im Winter nicht ganz so viel Bodyglow, meine Meinung. Das sind da 24? Ja, es ist ein Highlight in Anführungsstrichen, ne? So als du glitzerst halt, aber weiß ich nicht, da hätten sie das ja besser in der 24 machen können, meiner Meinung nach. Generell finde ich den Adventskalender tatsächlich sehr enttäuschend. Also da kann man sich halt wirklich für 34,99 besser das Geld sparen und holt sich einfach einen von Isana, von Valia, ne? Dass man da einfach mal, schaut euch gerne die Unboxings an, vorbeischaut und einfach guckt, ob einem das vielleicht besser gefällt. Es ist abwechslungsreicher, man hat da vielleicht auch noch ein bisschen was für die Haare mit dabei, ein bisschen Körperkram und so. Ey, das ist so lippenlastig hier, das finde ich ein bisschen, das muss doch nicht sein. Ein Lippenbalm. Und eine Lippenmaske hätten volle Elle gereicht. Süß finde ich auf jeden Fall diese Seifchen mit dabei und diese Badebomben. Das habe ich auch erwartet, ne? Dass man sowas hier drin findet. Aber, meh. Also, nee. Nee, oder? Wie findet ihr den Adventskalender? Schreibt eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Und was denkt ihr, ist die Zielgruppe davon? Also ich hätte jetzt wirklich an einen Teenager gedacht, aber auch jetzt nicht an eine 16-Jährige, sondern halt wirklich so 12-, 13-Jährige. Das wäre halt so mein Empfinden. Ja, ne? Das riecht auf jeden Fall ganz süß und so und sind ganz niedliche Sachen drin. Aber ich glaube, wenn man sich den so kauft oder wenn man das halt für jemanden kauft und das dann verschenkt, dass die Person sich, wenn die das halt wirklich auch zum Beispiel als einzigen Adventskalender im Advent auspackt, dass die das nicht so hart feiern wird, oder? Ihr Lieben, gerne eure Meinung in die Kommentare. Können wir uns gerne mal austauschen. Und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wenn Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.